Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Atanase Rosjamani-Goltau. Ich bin 41 Jahre alt und kandidiere hier für die FDP. Sie haben sich hier den Platz Herz-Jesu-Gemeinde ausgesucht. Warum diesen Platz? Also mein zweites Kind ist hier getauft und wir leben wirklich hier. In den Sonntagen sind wir hier nicht nur irgendwie beim Gottesdienst, sondern auch danach irgendwie beim Due Forni oder auf den Spielplätzen. Wir haben Freunde hier im Kiez und das ist ein authentischer Ort, in dem ich auch wirklich lebe. Warum wollen Sie in den Bundestag? Ich war schon immer politisch aktiv und ich möchte jetzt nicht nur, nachdem ich eingebürgert bin, passiv dabei sein, sondern auch aktiv gestalten, besonders wenn es ums Einbürgerungsrecht geht, Europa und Bildung. Und warum treten Sie für die FDP an? Ich bin damals über die Naumann-Stiftung in Kontakt gekommen mit liberalen Gedanken und für mich ist das die einzige Partei, die wirklich Bürgerrechte vertritt. Okay. Wenn Sie ein Herzensthema auswählen könnten, welches wäre das? Bildung. Okay. Sollen wir Tegel schließen oder Tegel offen halten? Tegel muss natürlich offen bleiben und ich sehe keine Alternative dazu. Ich sehe die Menschen, die durch den Lärm belastet sind und da müssen wir Lösungen finden, dass der Lärmschutz verbessert wird. Ich sehe aber leider nicht, wann der BER endlich eröffnet wird. Daher brauchen wir weiterhin Tegel. Prenzlauer Berg in drei Worten. Prenzlauer Berg in drei Worten. Bunt, vielfältig, also mein Lieblingskulturort. Nochmal abschließend, warum sollten wir Sie wählen? Weil ich für im Prinzip für die eine moderne Politik stehe, für Bildung, für Pro-Einwanderung, für ein modernes Rentensystem. Einfach neue Ideen und auch ehrliche Ideen, besonders wenn es um die Rentensysteme geht. Alles klar, vielen Dank. Danke.